Gut, das war's schon mal nicht. Und wieder von vorne. Das lief gerade von vornherein nicht. Vielleicht sind wir auch einfach noch zu schwach, aber das kann ja nicht sein. Ich habe ja gerade eben drei oder sogar alle vier töten können. Was heißt töten? Also ich habe sie niedergeschlagen und im Endeffekt sind sie ja dann alle wieder aufgestanden. Das ist echt eine Sache, die hätten sie ändern müssen. Du musst weiter. Waffe weg. Und ihr wollt damit aufhören. So. Lauf mal wieder weg. Zap, 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 Bleib zap. stehen, Mama. In der Hoffnung, dass nur einer hinterherläuft. Hab ich dich endlich. Ja. Du forderst mich besser Das ist nie echt wieder. unglaublich, ey. Ah, ich bin schon fast geneigt, die Aufnahme wieder zu beenden und nochmal alles von vorne zu machen. Aber das kann ich ja auch nicht machen. Besonders weil ich ja auch die Spielstände jetzt gespeichert habe. Ja, sehr ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich, was hier gerade abgeht. Ich schaue einfach mal, ob wir nicht vielleicht mit ein paar Zaubern arbeiten können. Nein. Machen wir es doch mal so. Jetzt haben wir zwei zum Schlafen gebracht. Waffe weg! Und kümmern uns mal um die anderen beiden. Ach, und jetzt sind wieder alle wach, natürlich. Ja. Und jetzt können wir natürlich keinen Todesstoß setzen. Ah, ist das doof gemacht. Das ist echt ärgerlich, was hier gerade abgeht. Das finde ich nicht gut. Das finde ich doof. Hab Da ich ist noch dich endlich. einer. Schieß. Und dann. So, jetzt haben wir einen getötet. Und jetzt müssen wir weglaufen, weil anders geht's ja leider nicht. Müssen das Ganze jetzt hier Stück für Stück machen. So. Inventar auf, Tränke nehmen, beziehungsweise Brot und sowas essen. Noch ein. So, Inventar wieder zu und wieder hinlaufen, um den nächsten töten zu können. Und das Spiel machen wir jetzt noch zweimal. Und den letzten können wir dann noch so Hab ich dich erledigen. endlich? Ja, hast du mich endlich und ich komme natürlich auch zu dir. Schlagen uns hier mal durch den nächsten auch noch durch. So. Machen jetzt einfach mal alle drei. Zumindest so, dass sie auf dem Boden liegen. Ach, jetzt sind die alle tot? Ey, was ist das denn? Warum habe ich die jetzt alle getötet und vorher nicht? Das ist echt. Naja, wir haben es geschafft. Lohnt sich nicht drüber aufzuregen. Tut mir leid, dass das jetzt, ja, circa 3 Folgen gedauert hat, bis wir das geschafft haben. Ich werde mal gucken, vielleicht schneide ich das Ganze auch ein bisschen anders. Aber da bleiben mir ja eigentlich gar nicht so viele Möglichkeiten, das zu schneiden. Naja gut, naja gut. Jetzt ist es zumindest vorbei.
Ich freue mich schon auf die Patrouille auf dem Bauernhof. Wenn das nämlich da genauso abläuft, dann herzlichen Glückwunsch. Das könnte dann nämlich extremst lustig werden. So, dann wollen wir doch mal mit dem hier reden. Die wandernde Ork-Patrouille ist zerschlagen. Sehr gut. Sie waren uns schon sehr nahe gekommen. Gute Arbeit. Hier ist dein Teil von unserem Gold. Ja, 500 Gold, das ist natürlich sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, hatten wir nicht noch eine Aufgabe erledigt? Gucken wir doch einfach mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich meine, wir hätten noch eine Aufgabe gemacht. Mann, was willst du? Zeig mir deine Ware. Onkel Marlo. Dem verkaufen wir jetzt einfach mal die ganzen Waffen, die wir hier wieder gefunden haben. Das gibt ja auch wieder schön Geld. Okay, machen wir direkt mal einen Goldausgleich. 1700 Gold wieder mehr, das ist auch nicht schlecht. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, hier unten wäre noch jemand gewesen. Kümmere dich besser um deinen Kram. Dem können wir schon mal nicht mehr reden. Joey hat nur wieder Waren. Alles klar, dann haben wir hier wirklich nichts mehr zu tun. Der Schmied, Schmiedekunst brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dann würde ich aber sagen, gehen wir hier durch die Höhle nochmal raus, weil ich kann mich doch noch sehr vage daran erinnern, dass hier in der Höhle eine Truhe war, die wir noch nicht öffnen konnten. Und dann wollte ich doch direkt mal mit euch zu der Truhe hin. Wir haben doch jetzt das verbesserte Schlösserknacken. Und dann machen wir die Truhe auch mal eben auf. Und schauen mal, was in so verschlossenen Truhen der Stufe 2 so drin sind, wenn ich das mal so sagen darf. So, noch eben hier den Weg lang. Ich meine, da hinten wäre sie dann auch schon gewesen. Das war sie, glaube ich. Ein goldener Ring. Und ein Gegengift. Jetzt nicht wirklich so spektakulär, aber ein bisschen Geld ist ja drin gewesen. Und dann würde ich persönlich jetzt sagen, begeben wir uns, was war hier? Ah, die haben wir schon aufgemacht. Wieder Richtung Kap Dun und gucken mal, ob wir vor Kap Dun noch Wölfe finden, die wir töten müssen, weil wir hatten doch den Auftrag, alle Wölfe zu vernichten. Die so vor Kap Dun sind zumindest. Da sind keine mehr. Schauen wir hier hinten nochmal. Vielleicht hier oben auf dem Hang oder so. Und wenn nicht, vielleicht ist ja hier irgendeine Truhe. Nee, hier ist nichts mehr. Oh, da habe ich aber gerade einen auf Speedy Gonzales gemacht. Bergab kann der sehr schnell rennen, wie man sieht. So. Hui. Hopp. Oh, da habe ich doch gerade Wölfe gehört. Zack, beide Wölfe kaputt.